Wir wollen noch kurz einen Gedanken nachschieben, wo Religiosität und Führerkult verschmilzt in diesem Messianischen. Man denkt plötzlich wieder bei aufkommenden Problemen in Europa oder in der Türkei, irgendein Führer könnte Messias gleich die Probleme lösen, was natürlich total behämmert ist, weil das ist dann eine Form von menschlicher Selbstüberschätzung von einem Individuum, was denkt, es stünde über demokratischer Ordnung, rechtsstaatlicher Ordnung, Meinungsfreiheit. Denkt mal an Erdogan in der Türkei und die aufkommenden Demonstrationen, die wir jetzt in Deutschland schon erleben. Aber ein wichtiger Punkt ist auch dieses Messianische. Er hebt den einen und verführt die anderen dazu, nichts mehr zu tun, weil der Messias würde es ja für sie erledigen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem, weil alle Menschen zusammen können nur die Probleme lösen, aber nie irgendein überhöhter Vogel. Aber natürlich auch nur alle Menschen zusammen, wenn sie sich auf den schwierigen Weg machen, mit wahrer Bildung ihren Horizont zu erweitern, durch Lesen, durch sich informieren, durch Reflektieren. Die Masse an sich hilft natürlich überhaupt nicht. Wir kennen das Phänomen der Schwarmintelligenz. Da folgen nämlich dann die Massen diesem pseudo-überhöhten Führer und denken, der wird das schon machen. Aber nein, alle gut funktionierenden politischen Systeme, also etablierte Demokratien, basieren auf Pluralismus der Gedanken, auf Humanismus, auf Werten wie den Menschenrechten, die nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich festgehalten wurden, aus gutem Grund, wie zum Beispiel in unserem Grundgesetz. Aber vor allen Dingen auch auf starken Oppositionen. Wenn es keine starken Kritiker oder Oppositionen mehr gibt, dann gerät das System aus der Balance. Genau. Und das ist ja die große Gefahr. Und es braucht quasi den Wechsel in der Demokratie, wie so ein Pendel hin und her. Das kann mal konservativ sein, das kann mal links alternativ sein. Und dann pendelt das so hin und her. Und damit kommt eine Balance der Unterschiedlichkeit zustande. Wir nennen es in unserem Buch Denkanstöße aus anderer Perspektive. Auch die Harmonie der Unterschiedlichkeit. Genau. Ciao.